Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Wir stehen hier noch in diesem Rätsel und ich glaube, ich habe einfach den Text überhaupt nicht richtig durchgelesen. Erstmal gehe ich mich aber trotzdem mal heilen und verschwende jetzt einfach mal 12 Münzen. Weil verschwenden kann man ja nicht sagen, bei vielen Kämpfen, die ich in der letzten Folge am Ende noch gemacht habe. Bei Robert fielen wir dreimal auf den Steiß. Blaubart, ach, schlug man viermal. Der Schnauzer des kleineren Felsens ist rot und der des anderen nicht. Okay, wir fielen also. 1, 2, 3. 1, 2, 3 und 4. Uiuiuiuiuiui. Bumm. Okay, und dann kommt direkt unser neuer Partner zum Einsatz. Oh, der Eingang zur Höhle. Aber, oh nein, oh mein Schädeljuwel. Mario. Was hast du getan? Mein wertvolles Erbstück. Hurra! Mein Schädeljuwel, es ist gerettet. Gerettet. Und jetzt muss ich mich leider verabschieden. Die Mannschaft im Lager macht sich bestimmt Sorgen. Das verstehst du, oder? In diesem Sinne, viel Erfolg noch bei der Schatzsuche. Danke. Okay, los geht's. Auf in die Piratenhöhle. Logbuch. Musiktag. Sternenmonat. Vorschluss ist Mario in die Höhle eingedrungen. Gibt es den Schatz des Piratenkönigs wirklich? Mir bleibt nichts anderes als warten. Piratenhöhle. So, erstmal hier mal kurz schnuppern, ob hier irgendwas ist. Ganz in der Nähe scheint sich etwas zu befinden. Verwirrpulver, okay. Okay, hier in dieser Gegend ist nichts mehr. Jetzt aber einmal speichern. Kehr dumm. Okay, hier ist scheinbar nichts. Und ein Trampolin. Hui. Hier ist wirklich nichts? Na, okay. Oh, ist ein Gegner. Komm her. Erster Angriff erfolgreich. Wow, one hit. Dann scheinen die ja nicht so viele KP zu haben. Das ist ein Hot Heat. Hotheads sind eine Art Feuermonster. Maximale KP 6, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Abgesehen von KP und Angriffskraft sind Hotheads der kalten Blut sehr ähnlich. Deshalb solltest du sie auch nicht berühren. Du würdest dich verletzen. Und du solltest sie auf keinen Fall mit Feuer angreifen, das ist mein voller Ernst. Aufgrund ihrer feurigen Natur fürchten sie Eis und Wasser. Auch Bomben zeigen bei Hotheads eine gute Wirkung. Dafür ist Verteidigung besonders wichtig, sonst setzen sie dich in Brand. Komm, ich mach mal den Eisschlag. Level up time. So, dann würde ich mal tatsächlich mal Herzen nehmen.
Ein Superpilz. So. So, Insignie der Sonne erhalten. In dieser Richtung geht es auch noch weiter. Okay, mein erster Angriff war wohl ziemlich erfolgreich. Ach du heiliger Bimmer. So, dann würde ich mal sagen, nochmal ein Hammer. Und du kannst mal bitte tauschen gegen Bartom. Aber der lebt noch. Mist, ich wollte kontern. Irgendwann lerne ich es. So, dann sehe ich zuerst mal die Bombe ein, damit der weg ist. Und dann kann ich den mit dem Hammer platt machen. Also hier kriegt man ordentlich Erfahrungspunkte, das muss man schon sagen. Wie komme ich denn da hin? Warte mal, kann ich dich da vielleicht drauf werfen? Nö. Kann ich nicht. Ah, hier brauche ich die gute Dame. Von da unten komme ich dran, okay. Okay, in dieser Gegend scheint es nichts zu geben. Gott, die gehen direkt down. Das habe ich extra gemacht, weil ich halt eben Gegner noch nicht gescannt habe. Das ist ein Kugelwilli. Kugelwillis werden von Willikanonen verschossen. Maximal KP 4 Angriffskraft, maximal KP 2 Angriffskraft 4 Verteidigung 1. Kugelwillis greifen frontal an, wenn du sie nicht vorher ausschaltest. Geben auch kaum Erfahrungspunkte, sie sind nur zum Nerven da. So, erster Angriff erfolgreich. So. Das ist ein Willikanone. Von diesen Kanonen werden die Kugelwillis abgeschossen. Maximal KP 5, Verteidigung 2. Sie greifen nicht selbst an, schießen aber immer neue Kugelwillis ab. Kugelwillis sind zwar lästig, aber du solltest zuerst die Willikanone erledigen. Willikanonen haben nämlich ziemlich große Vorräte an Kugelwillis geladen. Ah du, ich glaube einmal Maxi-Beben reicht aus.
Ich muss mich nur konzentrieren. Immer gehen wir da ein bisschen Erfahrungspunkte. Ja, schon wieder ein Fünftel voll. In dieser Gegend scheint es etwas zu geben. Okay. Ich kenne mich mit Löchern aus und das an der Seite der Winde ist perfekt, um etwas Bestimmtes reinzustecken. Okay, weiter in diese Richtung. Ganz in der Nähe. Ach du heiliger Bimbam. Ich würde mal sagen, ich mache zuerst mal den ersten hier platt. So, dann einmal tauschen. Nein, scannen bitte. Das ist ein Krupp-Omb. Krupp-Omb sind ein Art Bomb-Bomb, aber groß. Maximal KP 6, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Sie greifen nicht an, sondern explodieren ganz einfach nach einer Weile. Das Problem ist, dass wir dabei auch Schaden nehmen. Und wenn sie sich aufladen, steigt die Angriffskraft bis auf 8 an. Feuerattacken und Bomben lassen sie sofort explodieren. Aber du solltest dir gut überlegen, ob du lieber kämpfen oder fliehen willst. So, du kannst mal bitte... So, du hast einen Stein, du kommst definitiv weg. Du machst mal bitte eine Show-Einlage. Und du machst einen Sprung. Ich glaube, die wird gleich explodieren. Verteidigung plus 3. Ah, kein Problem. Komm, einmal die Riesenbobbe hier. Aber hast du nicht gesagt, dass hier noch ein Schatz ist? Angeblich hier irgendwo. Keine Ahnung. Wir kommen eh wieder her zurück, von daher. Sollte uns das nicht allzu sehr stören. Komm, mach mal einfach mal einen Eisstart, nur weil wir es können.
Und du machst mal einen Austausch auf Badam. Und du zündest die Bombe. Weil die Flamette so oder so überlebt, von daher. Ja, Verteidigungsplus. Nice. Ochi. Okay, da hinten ist was. Dann einmal speichern. Und weiter geht's. Ah, da oben ist eine Insignie, okay. Hoppala. Aber wie komme ich denn da hin? Na komm her. So, dann einmal. Dann kann man ja schon mal so mal drauf springen. So, und dann einmal hier Kopfnuss. Wunderschön. Und dann haben wir wieder voll geheilt. Scannen bitte. Das ist ein Parakäfer. Parakäfer sind Käfer mit Flügeln. Maximal KP 5, Angriffskraft 3, Verteidigung 4. Genau wie normale Käfer. Feuerattacken und Bomben haben keine Wirkung auf diese Biester. Aber wenn du sie umkämpfst, sinkt ihre Verteidigung auf 0. Das ist deine Chance. So, und dann einmal eine Kopfnuss. Na, schade. Ja, Multisprungohren halten, okay. Hier brauche ich mein Teammate. Kehrt um, weichet, kehrt um, geht nicht weiter, ihr seid verloren. Jetzt erst recht. Aber wie komme ich da jetzt an diesen Block ran? Warte mal. Hehe. Hoppala. Wie viele Insignien der Sonne haben wir denn mittlerweile? 7. Okay, reicht für ein Level Up. Für 2 Level Up sogar. So, dann würde ich mal sagen. Einmal speichern.
gucken wir mal, was da noch auf uns zukommt. In dieser Gegend scheint es noch was zu geben. Ist wahrscheinlich in einem anderen Zimmer. Da war ja nichts zum Sprengen. Wunderschön. Ist das noch was? Ja. Oh, hier kriegen wir wohl schon mal eine neue Fähigkeit. Muss ich mal sagen. Machen wir hier doch einfach mal ein Erdbeben. Und du machst einfach eine Mausschelle. Wunderschön. Ich bin bestimmt wieder kurz vom Level ab. Ich habe hier irgendwo. Jetzt hier. Ist da? Sehr komisch. Sagt auch immer noch da. Hm. Na gut. Wir kommen ja eh wieder dahin, von daher. Wie soll man das denn machen? Ah, ich weiß schon wie. Da ist noch eine Insignie der Sonne. Das hole ich mir auch noch ab. Auf Nummer sicher zu gehen. Nein, nein. Ernsthaft. Ernsthaft, Leute.
So, jetzt mit Konzentration. So, ist in diesem Raum hier noch was? Hoppala. Hier irgendwo. Gut, ich würde mal sagen, vielleicht. Ist ja da oben noch was? Da ist nichts. Was sagt denn die Maus? Ganz in der Nähe. Ah, gut. Okay, hier ist nichts mehr. Aber hier ist scheinbar noch irgendwas. Hier in diesem Bereich irgendwo. Na gut, vielleicht im Wasser. Das kann natürlich sein. Und dann würde ich mal sagen, speichern wir jetzt an dieser Stelle und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Bis dahin, tüdelü.